Um SphäroBoy zu programmieren, öffnen wir die App Sphero.edu. Als nächstes tippen wir auf Mit Roboter verbinden, um Sphero mit der App zu koppeln. Nach einem kurzen Verbindungsaufbau ist unser SphäroBoy nun mit der App verbunden. Im Anschluss tippen wir unten in der Leiste auf Programme und dann auf das Plus-Symbol unten rechts, um ein neues Projekt zu starten. Im folgenden Fenster können wir zwischen unterschiedlichen Programmiersprachen und dem Roboter wählen, den wir mit Sphero.edu programmieren möchten. Für unser Beispiel wählen wir den Sphero Bold und Blöcke als Programmiersprache.